Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir befinden uns hier bei dem kleinen Boy, denn der scheint ein paar Probleme zu haben in seinem Leben. Er stinkt und er hat Hunger. Gut, das Gefühl kenne ich. Wir haben kein Essen mehr. Hilfe, iss einfach ein Sandwich. So, Mutti macht jetzt erstmal Essen, das ist ganz, ganz wichtig. Und sie hat ein paar Sachen, die wir hier verkaufen können, weil wir hier eh nicht benutzen werden. Hallo? Ich hoffe, ich klinge nicht wie das größte Opfer, weil ich bin scheinbar ein bisschen krank. Und das tut mir ein bisschen leid. Aber das hier muss halt getan werden. Das hier ist halt mein Ding, was ich hier so mache. Und ich werde das hier nicht ausfallen lassen, nur weil ich, keine Ahnung, ein bisschen erkältet bin oder so. Das sehe ich nicht ein. Yeah. Stimmt, sie muss ja noch mehrere Grillkäse-Sandwiches machen. Für ihr Bestreben. Aber das kriegen wir easy hin. Und sie müsste auch bald ihr Kind kriegen, ne? Drittes Semester ist in 14 Stunden. Das kriegen wir diese Folge auf jeden Fall hin. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, wir müssen mal gucken wegen den Fähigkeiten bei den allen. Und wie sie jetzt hier so in der Schule sind. Hast du Hausaufgaben? Kannst du schon nicht mehr machen. Okay, dann hast du die also auf jeden Fall fertig. Gut, darum haben wir uns also gekümmert. Du hast Level 4. Du hast Level 4. Du hast nur Level 3. Dann muss sie auf jeden Fall erstmal hier sich fertig machen. Und dann muss sie ihre Fähigkeit aufleveln. Weil noch haben wir Sonntag und da hat sie auf jeden Fall Zeit dafür. So, und die haben ja schon lange ihre Fähigkeiten oben. Nur das Ding ist, dass das ja mit deren Hausaufgaben da ja nicht so gut funktioniert, ne? Ich muss die halt einfach hart arbeiten lassen und dann, ne, müssen wir das irgendwie hinkriegen, weil irgendwann, irgendwie gefühlt sind die schon 10 Parts hier und sind immer noch nicht ausgezogen. Wo ich mir auch nur so denke, okay, just do it, girl. Oh, hier ist noch ein fertiges Gemälde. Cool. Können wir auf jeden Fall verkaufen. Oh, die Schneemänner schmelzen. Ich habe irgendwie schon wieder vergessen, dass überhaupt welche hier standen. Huch. Oh, und wir können unsere Deko abnehmen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Schrecklich sowas. wer ist denn da? Layla. Hello, you can go inside. Cause you're my daughter. Also ihre Haarfarbe ist trotzdem immer noch ganz cool. Also kannst du nichts gegen sagen. Und steht ihr. Quatsch doch einfach mal. Große Neuigkeit erzählen. Wir kriegen noch ein Kind. Und du kannst dann mit ihm nebenbei auch noch quatschen, weil dann erhöhst du ja auch deine Fähigkeit da. Er geht einfach. Okay, kein Problem. So, das geht doch viel schneller jetzt. Jawohl. Noch ein Kind. Jetzt kommen alle vorbei plötzlich, ne? Naja, es ist ja... Ist hier noch Neujahr? Ja, es ist der Tag vom Frühling. Okay, es ist Neujahr. Kann man schon mal machen, so, ne? Jetzt muss die andere auch los. Keine Ahnung, die hat keinen Bock oder so auf ihre Schwester. Wird es aber auch mal Zeit, dass wir wieder ein Kind kriegen, ne? Ist irgendwie gefühlt schon 1000 Jahre her, dass wir das letzte Kind bekommen haben. In 8 Kindern hat sie schon wieder ihr Umstyling, ne? Das fällt mir jetzt gerade erst auf, Alter. What? Und dann sind es jetzt noch 18 und dann wird sie zur Erwachsenen. Uff. Oh, Quinn hat was gemalt. Cool. Danke. Können wir easy verkaufen, ey. So, und jetzt mach du mal was. Hier. Ein surrealistisches Gemälde. Sie muss aber schon wieder neue machen. Neue Grillkäse. Weil die Kinder so schnell essen, ey. Boah, was ist denn mit euch? Also ich meine, wir sind ein 7-Personen-Haushalt. Ich denke, es ist eigentlich normal, aber trotzdem. Yeah, dafür hat sie 300 Punkte bekommen. Weil sie jetzt fertig ist damit. Jetzt muss sie nur noch 5 Sandwiches essen. Aber Essen, damit kennen wir uns ja hier aus, ne? Ich hoffe, wir schaffen unseren Vorsatz noch. Ja. Wieso ableben durch Erfrieren? Sie schläft da? Oh mein Gott! Kann sie bitte einfach schlafen gehen? Normal. Heute ist Rabatttag. Jetzt ist die Frage, besorgen wir irgendwas? Ich würde sagen, ja. Also wenn schon, denn schon, ne? Es wäre jetzt halt der Moment, um das hier zu kaufen, oder? Das Ding ist, wir können das ja nicht einfach in unseren Garten so stellen. Also können wir schon, aber okay. Ja, okay, wir stellen es in unseren Garten. Uns bleibt doch keine andere Wahl. So. Wir haben jetzt was gekauft. Cool. Und ich will die haben. Ich weiß nicht, wo sie hinstellen soll. Aber ich will sie haben, weil die einfach nur das Süßeste sind auf diesem Planeten. Ich verkaufe die hier. Ja. Sind die nicht cute? Welche Farben haben wir noch? Nur ohne Gesichter. Aber ich will Gesichter haben. Da sehe ich sie. Mutti muss schon wieder ein Klo reparieren. Was macht die eigentlich alle den ganzen Tag? Auf Klo gehen oder was?
Ih, das muss repariert werden und gesäubert. Mann. Und das muss auch noch gesäubert werden. Alter, was... Ich sag ja, was... Was macht ihr? Ja, ihr müsst alle gleich zur Schule. Cool, ne? Ich hoffe, dass ihr alle eine Note besser werdet. Wo geht sie hin? Hör auf. Du musst nicht zur Schule. Du bist nicht wie die anderen. Oh, die haben mir alles noch liegen gelassen. Ich... Weißt du was? Ich esse die jetzt einfach alle auf. Just do it. Ja, viel Spaß euch, ne? Ihr müsst alle hart arbeiten. Also fleißig sein, meine ich. Es ist ganz wichtig für eure Zukunft und für die Zukunft der Challenge. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das zählt. 116 haben wir zurückbekommen, das ist okay. Post, cool. Und Schulden, no. Und es scheint zu zählen, das ist cool. So mal eben 7000 weggeblättert, ne? Easy. Oh, hör auf mit den Stipendien, ich will die doch nicht. Geh einfach weg. Melody hat das verborgene Kriegkäsebestreben freigeschaltet. Dude, wir haben das schon. Nur falls du es noch nicht wusstest. Jetzt fehlt nur noch eins. Cool. Was? Es gibt keine Post sonst? Dude. Das ist aber traurig. Aber hey, wir haben jetzt... Was können wir denn jetzt hier machen? Können wir da schon jetzt irgendwas tun? Okay, man braucht mindestens 4 Altmetall. Gut. Dann können wir aber mal daran basteln, denke ich. Robotikfähigkeit erlangt. Aber man kann mit denen, glaube ich, keine Kinder machen. Sonst... Ich schwöre, ich hätte das gemacht. Man kann das Altmaterial auch kaufen. Okay. So, Entbindungen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist gut. Oh, sie hat sich geschnitten. Toll. Vorsatz umgefasst. Also eine gute Note haben wir auf jeden Fall. Das freut mich doch. Noch ein Vorsatz. Man bekommt davon auch Altmaterialien? Nee. Hä? Was stand denn da? Gebastelt und folgendes hergestellt. Also doch. Okay. Dann möchte ich jetzt ein Plapperbot herstellen. Die kosten Geld. Oh Mann. Ich möchte... Der schwarze sieht cool aus mit dem lila. Den nehme ich. Stell den mal her. Ich bin gespannt. Das ist irgendwie explodiert. Das ist nicht so gut, glaube ich. Aber, du machst das schon, ne? Die Kids kommen gleich nach Hause. Schulprojekte. Jawollo. Yeah, Einserschüler. Und du bist auch Einserschülerin. Perfekt. Und hier muss noch was verkauft werden. Das ist sogar von Melody, genau. Warum kostet das nur so wenig? Was hat sie getan mit ihrem Leben? Das muss sie dann einfach gleich noch verkaufen. Aber, wir haben gar keinen Kuchen, oder? Nö. Kann jemand von euch kochen? Ja, sie. Okay, dann kann sie ja einfach mal einen Kuchen backen. Nämlich einfach einen Schokokuchen. Den kann sie kochen für die Kinder, die dann alt werden. Also zumindest, die werden dann zum Teenager. Das ist jetzt noch nicht so alt, aber älter. Es heißt Plapperbot. Moment. Ich will gucken. Kann man das irgendwo... Da, normale Qualität. Oh, süß. Kann mit ihm reden? Drücken, damit es redet. Oh, Name. Herr Schnuffel. Oh, okay. Aber der passt ja auch gut hin zu Jenny. Oh, der Kuchen sieht nicht so lecker aus. Aber naja, das interessiert ja hier keinen, ne? Der soll ja auch eigentlich nicht gegessen werden. So, und die Kinder, die gealtert werden, sind du... Dann probier mal die Kerzen. Hihi. Ich bin so gespannt. Happy Birthday to you. So, du bist tanzwütig. Und du möchtest einen Seelenverwandten finden. Oh. Du kriegst auf jeden Fall andere Haare, weil ich glaube, wir hatten die schon. Aber bei einem Girl halt, aber. Who cares? Oh, stimmt. Er ist jetzt ja ein Vampir. Er war ein Vampir. Hilfe. Da muss ich gleich 2 Formen designen. Obwohl, nee, ich mache nur eine, glaube ich. Ich glaube, ich verbinde die da einfach, dass sie dann gleich aussieht. Er kann ja dann an sich düsterer aussehen. Und du bist gemein. Na gut. Und bist eine Einheimische. Machen wir jetzt nochmal Kerzen drauf. Nice hair. Auf jeden Fall. Also, sieht cool aus. Outfit würde ich jetzt so nicht treffen, aber... Und wir wollen natürlich den, Cars. Ey! Full Edit Mode on. Ich hoffe, es hat funktioniert in meinem Leben. Die sind immer noch 2er, aber die sind zumindest besser geworden. Das ist gut. Dann geht's jetzt ab in den Create Sim. Thank you.
Da kommen schon diese Pfeile. Das heißt, es ist nicht mehr lange bis zum Älterwerden? Es Eltern werden. Nein. Also, wenn es ein Mädchen wird, kommt ein Name mit U. Wenn es ein Junge wird, dann ein Name mit M. Oh, also wenn man badet, dann füllt das doch die Hygiene auf. Nur beim Duschen nicht? Das ist gut zu wissen. Dann muss ich in Zukunft nicht mehr cheaten. Könnt ihr das nicht einfach fixen mit einem Patch? Mein J, ey. Ja! Da sind sie. Die Wehen. Bitte einmal ins Krankenhaus. Da gehen wir natürlich mit. Und wir gehen natürlich alleine hier. Sehe ich so aus, als hätte ich irgendwen, den ich mitnehmen würde? Keine Rückmeldung. Bruder, wenn das Spiel jetzt abstürzt, dann raste ich aus, ne? Okay. Ist mir letztes passiert, aber ich hatte zum Glück kurz vorher gespeichert. Wäre in dem Fall jetzt nicht gewesen. Dann wäre ich wütend gewesen. Sehr. Hallöchen. Schön, dass alle wieder da sind. Ich gehe mal hoch, damit ich mich anmelden kann. Ja, hör auf auszurasten, Dude. Hier, an den Empfang anmelden. Ist mal jemand anders. Jawollo. Hallo. Das ist die Salma Alfasi. Okay. Es geht los. U und M habe ich gesagt, ne? Das Kind wird seit Donnerstag gealtert. Das muss... Hallo? Du bekommst dein Kind, ne? Das ist dir klar. Gehst du doch zu einem anderen Ort? Excuse me? Das Kind wird jedenfalls an einem Donnerstag gealtert. Darauf wollte ich hinaus, weil es ist Dienstagnacht. Und dann kommt das hin. Okay, der andere Arzt hatte Bock drauf. Oh, mit dem hatten wir anscheinend auch schon was. Gut. Ein Mädchen. Also U. Wir nehmen Udine. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht, aber irgendwie war das der einzige schöne Name. Mit U, den ich gerade gefunden habe. Deswegen, ja. So, dann geht's jetzt ab nach Hause. So, dann als nächstes kommt das Bettchen natürlich noch zum richtigen Ort. Schön. Ein Kind ist geboren. Und es schreit direkt, aber darum kümmern wir uns erst im nächsten Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!